So, grüß denk, ich bin's wieder, der Geisheim, der unermüdliche Sisyphus, der jeden Tag oder alle paar Tage versucht, den Felsen am Berg aufzuschwimmen, einen Felsen aus Argumenten und hofft, dass er oben bleibt, was aber bis jetzt leider nicht der Fall ist, er kugelt dabei wieder runter. Ich habe mich übrigens vor einem Beutel aufgebaut aus dem Jahr 1980. Das erste Beutel, wo ich mich mit dem Sisyphus beschäftigt habe, der mich lange Jahre nicht loslassen hat. Es gibt da viele Beutel da herum. Da herum schwebt er sitzend. Da oben schwebt er seine Argumente, sein Felsen. Und diese vielen Wege da, die ist er schon gegangen, diesen Irrgarten. Denn es geht ja nicht gerade auf, es geht ja die ganze Recherche und Aufklärung und Meinungsbildung, es ist ja ganz selbst kompliziert. Und wenn man dann sein Backel, sein Stab aneinander hat, sein Felsen und wieder schwimmen fängt am Berg auf, dann ist eigentlich das meiste schon erledigt, obwohl das Schwieberrad eh schwer nur ist. Und die Enttäuschung, wenn er dann wieder reingugelt oder sich die Leute gar nicht interessieren für deine Argumente. Aber keine Lamentiererei, was ihr nichts bringt. Die Zeiten sind einfach zu verrückt. Man darf halt eigentlich gar nichts sagen müssen, denn es muss ja eigentlich eher jeder gespannen, was los ist. Aber es ist nicht der Fall. Stockholm-Syndrom nennt man das wohl. Wenn Geiseln ihre Geiselnehmer zu verteidigen anfangen. Und das ist der Fall. Die Leute haben die Peitsche schon lieb gewonnen und wie ein Hund lechzens nach neue Qual. Ich habe heute übrigens wieder einmal einen Leserbrief in der Zeitung. Den ersten im neuen Jahr. Da ist darum gegangen, dass ein Lokalredakteur, der Nachbarstadt, einen Söder als Fuchs bezeichnet hat, weil er den schwarzen Peter über Entscheidungen an die Regionen weiterleitet, so damit er nicht einen schlechten Ruf kriegt. Jetzt dürfen es die Landräte und Polizeimacher. Es geht dabei um diese 15-Kilometer-Regelung, dass man also seinen Wohnort nicht mehr weiter wie 15 Kilometer verlassen darf. Wenn ein gewisser Inzidenzwert erreicht ist, was das ist, ein Krampf, sonst nichts, denn dieser Inzidenzwert, der also sagt, so und so viel Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen in einer Gemeinde mit 100.000 Einwohnern umgerechnet, wie das genau geht, weiß kein Schwein. Aber es werden ja nur die Leute erfasst, die mit dem Gauner-Test, mit dem PCR-Test als positiv getestet worden sind. Und da fängt es halt schon an, die ganze Gaunerei. Denn dieser Test kann keine Infektionen feststellen. Das hat sein Erfinder, der Nobelpreisträger, schon gesagt. Und es steht auf jeder Verpackung um. Der Test, der sucht nur Gensequenzen, also irgendwelche winzige Bruchstücke. Also er kann überhaupt kein vitales, vermehrungsfähiges Virus feststellen. Und auch nur, wenn er nach 45 Verdoppelungen. Also dieser Test sagt überhaupt nichts aus. Und das weiß auch jeder, der sich damit beschäftigt hat. Und trotzdem baut weltweit jetzt die ganze Entdemokratisierung, Wirtschaftszerstörung, Einsperrung der Leute auf diesem Test auf. Das muss man sich vorstellen. Also bläder geht's ja nicht mehr. Wer über das Mittelalter lacht, über irgendwelche religiösen Vorgaben, der
muss über das, was heute passiert, bei aufgeklärten Leuten wie uns, der kann da nicht mehr lachen, sondern gerade noch blären. Das Ganze ist ein Glaube geworden und der Begriff Zeugen Coronas, der trifft es recht gut. Aber die Gläubigen, die Satz ist mir, ich nicht. Von Anfang an habe ich ja schon nicht getraut. Warum? Weil ich einfach mit den Jahrzehnten ein gewisses Feingefühl da entwickelt habe und habe mich immer damit beschäftigt, wie man beschissen werden. Und dadurch war ich von Haus aus skeptisch und habe mich sehr früh informiert. Naja, auf jeden Fall, heute haben wir eine 15-Kilometer-Regel. Der Söder hat den Landkreise zugeschoben, ist mir zu entscheiden, ob Leute aus einer Gegend, wo dieser Inzidenzwert unterschritten wird, zu einem kommen dürfen. Gleichzeitig hat er gesagt, wir machen diese Regelung ja nur, um touristische Ausflüge und Staus und Stockungen und Übertragungswege da zu unterbinden. Gleichzeitig lässt er aber Mengerer oder andere Großstädter, die aus reinen praktischen Gründen diesen hohen Wert nicht erreichen, als wir so Landkreise wie der unser, wo man sich auch nicht versteht, warum sind bei uns die Leute kranker sein. Auf jeden Fall hätten diese Mingerer und so weiter nach der neuen Regelung sich nicht an diesen 15 Kilometer Radius halten müssen. Aber die Landkreisbürger bei uns, wenn man zufällig über diesen künstlichen Gaunerwert liegt, wir müssen uns drüber halten. Wenn zum Beispiel lieber in Eisenstor wohnt, der darf nicht einmal nach Ring rausfahren. Naja, auf jeden Fall hat man das denn die Landräte jetzt zugeschoben und die Polizei darf das überwachen. Ich hoffe, dass die das nicht nur als besondere Gabe empfinden. Jetzt haben wir neue Kompetenzen gekriegt. Ich sag's, vom Söder angeschmiert worden. Der war ja einen guten Ruf behalten bei den Mingerer, aber da haben die Wähler. Und ich darf zum schwarzen Peter einsticken. Sisyphus losling den Stor, Sisyphus gesei kein Nor, was die Schuhe an dein Felsen geweht, dass Sonne am Scheins nimmer geht. Was die Schuhe an dein Felsen geweht, dass Sonne am Scheins nimmer geht. Du hast schließlich grad die Wahl, entweder du bleibst und im Teu und lässt den schwerer Stuhl liegen und tust dich in dein Schicksal fügen. Lässt den schwerer Stuhl liegen und tust dich in dein Schicksal fügen. Denn auf dem Berg, da kommst du rauf, wenn du vor dir schiebst die schwere Graffi. Du musst ganz ruhig mal überlegen, ob du den Stor auch brauchst zum Leben. Du musst ganz ruhig mal überlegen, ob du das Zeug auch brauchst zum Leben. Ich glaub, dass du das niemals spürst, wenn du dir mental anders entschließt. Such dir schnell eine schwere Hucke und hau den Stor in kleine Brocken. Such dir schnell eine schwere Hucke und hau den Stor in kleine Brücke. Das g'frei der Götter hier im Wind und du schlafst ruhiger in dein Bett. Wenn's die Brücke an die was kaut, wie da nicht da ist, da wenn der graut. Wenn's die Brücke an die was kaut, wie da nicht da ist, da wenn der graust. Steck deine Nachbarn drum in Sog, ein Blicker ließ nie ein Mäuserblock. Geht's miteinander dann auf den Berg, der Berg wirst sehen, der wird ein Zwerg. Geht's miteinander dann auf den Berg, der Berg wirst sehen, das wird ein Zwerg. Nur so kann's gehen grad miteinander.
noch findest kein Berg im ganzen Land. Auf den du den Storn nicht aufbringst, drum bitte den Kleid, dass alle sind's. Auf den du den Storn nicht aufbringst, drum bitte den Kleid, dass alle sind's. Sisi fußlos, leg den Storn. Sisi Fuß, geh sei kein Moor. Hast du schon an dein Felsenbeet, dass so nie am Scheins nimmer geht. Hast du schon an dein Felsenbeet, dass so nie am Scheins nimmer geht. Sisi fußlos, leg den Storn. Sisi Fuß, du bist der Noah. Hast du schon an dein Felsenbeet, dass so nie am Scheins nimmer geht. Hast du schon an dein Felsenbeet, dass so nie am Scheins nimmer geht.